Oh Gott, geschafft. Endlich. Teros. Gucken wir doch mal, was Teros uns zu bieten hat. Die Karte will ich spielen, die ist geil. Davon haben wir jetzt mehr, das ist auch sehr, sehr nice. Die Rare ist eine schwarze Agent. Okay, ist nicht schlecht. Okay. Oh Gott. War das anstrengend. Hydra, du bist Kacke. Hoffentlich sind die Minotauren lieber zu uns. Ich glaube, sonst kriege ich einen Schreikrampf. Wenn ich hier wieder 5-6 Mal, dann breche ich die Aufnahmesession hier schon wieder ab und sage, mach ich dann das mal. Mit schrecklichem Gebrüll stürzt sich eine Meute brutaler Minotauren auf dich. Oh mein Gott. Rette sich, wer kann. Karten ab. Die wollte ich immer noch austauschen. Aber das werde ich wohl erst vor dem Boss machen. Erst vor dem Boss. Mal gucken. Die Minotauren aus Innistrad waren schon... aus Innistrad. Aus Teros waren schon sehr stark, aber waren nicht das A und O. Da kam nämlich sowas bei rum, mussten jeden Zug angreifen und ist regenerierbar. Es war 2-3, das ist nicht zu verachten. Hat aber zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den daneben lege, auch mit 2-3. Angriff erspringen. Dann liegt er schon wieder dagegen. Dann kann er nicht viel machen. Noch ein. Na okay. Ist akzeptiert.
Ja, genau so. Dann kriegt... Nein, nein, ey, nein, hey! Ach man, jetzt hat er die wieder umgedreht. Ich wollte doch die Blockreihenfolge bestimmen. Aber das darf man ja seit der grauen Zeit nicht mehr. Und zwar seit dem 10. Hauptset. Also M10 war es, glaube ich, das erste Mal, dass Block wirklich als M-Block deklariert wurde. Blocken, dann passiert nicht. Noch ein 2-3er, okay. Es war halt eine sehr, sehr große Seltenheit, dass die Kreaturen in Innistrad, also die Minotauren, ja, Innistrad, die Minotauren in Theros, Theros, halt wesentlich mehr Verteidigungsstärke hatten als Angriffsstärke. Also mit 2-3 für eine rote Kreatur ist das schon mehr als selten, sag ich mal. Blocken wir einfach mit ihm. Und dadurch, dass es halt so selten war, war es eben nicht auch ungewöhnlich, dass Minotauren in Theros sehr, sehr cool waren und auch irgendwie so einen gewissen Reiz hatten, aber es nie wirklich ins Competitive Play geschafft haben. Also irgendwie waren die da nie so beliebt. Könnten wir hier eine drauflegen, weil er so schon genug Banken verteilt und sonst wir keine kriegen. Du wirst mal 2 ab. Oh, was war denn das für ein netter Zauber? Netter Zauber? Ein Artefakt oder ein Land? Demolish, okay. Nee, 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 nee. Angriff überspringen. Erst legen wir da noch eine weitere +1/+1 Marke drauf und warten mal ab, was er tut. Unser lieber Gegner. Aus wahrscheinlich noch einen weiteren... Oh, was ist das? 2-3. Andere Minotauren halt +1/+1 Trommelschaden. Hart. Das wiederum könnte witzig werden. Das kann witzig werden. Das mache ich jetzt auch mal. Zum Angriff, sage ich. Dann kann er mit 2, mit den beiden kleinen Blocken, ihn wieder garantiert nicht loswerden. Timer anhalten. Und dann zerstören wir den da hinten. Denn jetzt sind sie wesentlich kleiner als unserer und wir tauschen richtig nice ab. Das war richtig nice. Gameplay vom Feinsten. Schöne Aktion. Muss ich mich selber loben. Warte, hört man das? Ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter. Ja, lassen wir das. Gut. Ich weiß nicht, im Vergleich zu der Hydra gerade eben... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieser Kampf hier soll im Vergleich zu der Hydra. Das ist irgendwie ziemlich traurig, wenn ihr mich fragt. Weil die Hydra war halt eine richtig harte Herausforderung. Und hier die... Ja, hier der Kampf ist es irgendwie... Bisher immer noch überhaupt nicht. Er hätte plus 2, plus 0. Was the fuck? Den hätte er gerade eben spielen sollen. Feuer angreift. Aber irgendwie. So, end of turn würde ich gerne diesen Zauber spielen. Diese Kreatur bestätigen und diese Kreatur. So, wir sind dran. Bringen uns mal den Quatsch wieder. Und ich würde gerne. Da eine +1/+1 Marke draufhauen. Die Karte zu spielen bringt uns, glaube ich, nicht viel. Nö. Oder gilt das in allen Friedhöfen?
Nö, in deinem Friedhof. Da ist aber leider nix. Also können wir nur ein bisschen hauen gehen. Mal schauen, was dabei rumkommt. Da ist okay. Wenn er jetzt nicht noch irgendeinen miesen Trick verursacht, ist das ganz schnell Geschichte. Alles, was hier passiert. Oh, wir hätten es gerade beenden können, fällt mir auf. Ich bin noch nicht gewohnt, dass der hier liegt mit Trampelschaden, sondern eher der mit diesem Schutzteil. Ein Artefakt oder ein Land? Also zerstört uns ein Land. Okay. Ist akzeptabel. Und Capdraw. Okay, das wird jetzt eine Menge Damage. Das gibt jetzt eine Menge Damage. Ich übertreib's gerade mal so ein bisschen. Das ist Rache für die Hydra. Ja, minus 12 Damage. Das war pure Rache für die Hydra. Oh, neues Booster Pack. Zeig mir coolen Stuff. Du zum Beispiel bist cooler Stuff. Aber nicht das, was ich genau wollte. Noch so eine Einschüchtern, dann haben wir hier noch so ein Metallwesen. So ein Skelett. Gottheit. Ein Brimas! Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. 50 Euro Karte. 40? 40 oder 30 Euro Karte, ich weiß es nicht mehr genau. Ach du Schande, wollen sie mich verarschen, ne? So, macht der Ozeane. Ozeane. Die Meervolk-Planeswalkerin Kiora sucht nach den größten Monstern aller Meere des Multiversums. Sie hat einige entzückende Exemplare auf Teros gefunden. Willst du einen Blick auf sie werfen? Schlimmer als die Hydra kann es ja nicht werden, oder? Finde ich. Das ist doch eigentlich ganz nice, die Hand. Oh, vor allem, wenn wir anfangen dürfen. Sie müsste dann blau-grün spielen. An für sich. Dürfte auch nicht so das Riesenproblem werden. Also bisher jetzt nicht. Also ich weiß nicht, wie stark sie jetzt wirklich ist. Ich habe ja bisher von ihrem Deck noch nicht gesehen. Aber wenn sie wirklich so mit... nicht Tentakelwesen, sondern... Wie heißen die Viecher denn? Hier, Leviathane und so ein Quatsch arbeitet. Dann dauert das halt schon eine geraume Zeit, bis sie da mal was zusammen hat, was diese Mana-Kost zusammen hat. Ich weiß nicht, wie viel Beschleunigung sie drin hat. Ehrlich gesagt, will ich auch gar nicht wissen. Was bist du? Ach, jetzt Verzauberte ist ein... Oh Gott. Unser Sumpf ist jetzt eine Insel. Oder ist unser Wald eine Insel? Ne, unser Sumpf ist eine Insel. Unser Sumpf ist eine Insel. Damit können wir, glaube ich, arbeiten. Oder ist er zusätzlich eine Insel? Ne, ist eine Insel. Gehen wir mal hauen. Mit allem drauf, was geht. Gut, Nachteil ist natürlich, wenn wir jetzt eine Insel haben, können die meisten ihrer Kreaturen ungeblockt uns angreifen. Vorteil ist, es interessiert uns momentan relativ wenig, weil sie sehr, sehr wenig spielt. Mal kultivieren. Die hätte ich auch so gerne im Deck. So zwei, drei Stück fände ich schon wahnsinnig gut. Aber wir haben halt den Vorteil, wir haben bisher jede Runde eine Kreatur legen können. Jede, seit der ersten. Und das hier ist eine 4-4 Kreatur und... Das kann halt schon gleich richtig wehtun. Ich meine, wir können nächste Runde töten. Wenn sie nächste Runde nicht spielt, dann können wir sie töten. Sie spielt etwas. Plus 1, minus 1 bis zum Ende des Zuges.